wir haben Sepp schon gefragt wegen der Strategie. War das sein Sieg wegen der Strategie? Ja, es ist schwierig, einen Sieg zu verlieren. So. Aber es ist 1-2 für das Team. Das ist das erste Mal in der Saison und für das Team ein gutes Ergebnis. Und man muss ganz ehrlich sein, vor dem Rennen hatten wir für den Protestplatz gehaust und jetzt kommen wir nach Hause mit 1 und 2. Das ist wirklich toll. Und ja, was mich betrifft, manchmal geht es halt so. Diese Strecke ist bekannt, dass es unerwartete Resultate gibt. Und wie habt ihr das gemacht? Ja, es hat wirklich gut ausgeschaut hier. Es hat alles funktioniert. Quali war super, Rennspeed im Endeffekt dann auch. Team hat einen guten Job gemacht. Strategie, noch einmal. Sie haben alles kontrolliert, da war kein Zwischenraum, weil er reinfahren konnte. War das dann überraschend, dass Vettel als erster reingerufen wurde? Ja, die Strategie war fix ausgemacht. Ich habe mich an den Plan gehalten, aber am Ende ist wichtig, dass wir 1-2 haben. Max, mehr als sie sich erwartet haben vor dem Start. Qualifying war man nah dran, aber nicht nah genug. Und jetzt der dritte Platz vor beiden Mercedes. Ja, das ganze Rennen war eigentlich ganz gut. Der Anfang war ein bisschen langsam von uns allen. Und dann habe ich ein bisschen mit den Reifenproblemen bekommen. Der Boxenstopp war dann ideal für mich. Und darum hatte ich auch bessere Reifen als Lewis zum Schluss. Ja, es war ein bisschen schwierig mit den Safety Cars, weil die Reifentemperatur natürlich runtergeht, aber am Podest ist super, weil hier kannst du nur schwer überholen und darum ist die Strategie heute für uns gut gelaufen. Gute Punkte fürs Team. Und wir haben auch einiges, was wir analysieren und besser machen müssen. Buona sposa. Grazie. Safety cars. Saluti, Clay. Regazzori. Clay. Du musst so hart arbeiten, dass die Reifentemperatur nicht in den Keller runterfällt. Aber wir haben gewusst, dass Singapur immer ein enges Rennen wird, ein schwieriges Rennen. Zum Schluss hat Lewis noch viel Druck gemacht. Da hat er Vollgas gegeben, aber es ist gut ausgegangen. Viel Druck? Drucki Druck, dicke Lange, Drucki Druck. Max zufrieden, das war das Maximum, was er heute rausholen konnte. Brillant gelaufen ist es für ihn hier. Mattia Binotto und seine Mannschaft, aber sie haben schon am Statement von Sebastian Vettel gehört, dass ihm die letzten Tage... sorry Mercedes, ich weiß ein Problem von Mercedes. Eine Zacke fällt in den Stern von Mercedes. Sorry, Singapur Night Race, Dossi, Ferrari, do! Wie mit ihm in den letzten Tagen, Wochen, Monaten umgegangen ist. Freilich, er war nicht immer ganz frei von Schuld, weil er auch viele Fehler gemacht hat in dieser Periode. Das ist so, ja. Und wie sehr ihn das auch jetzt befreien wird, dieser Sieg, und beflügeln wird, das ist der Balsam für ihn, für die Seele. Leclerc hat sich irgendwie wieder eingekriegt, hat gesagt, wichtig ist fürs Team 1-2, ganz zum Winkel. Viel hat man sich hier nicht zu sagen. Okay, zum anderen Teil von dem Live-Sport-Stream Nachmittag. IP ist immer noch hinten drin, gegen Basel. Irgendwie schon 20 Minuten gespielt. Es geht mehr darum, heute wieder einmal. Zweite Woche dann in Folge. Ferrari. Ferrari. Sebastian Vettel. Was er natürlich fantastisch erledigt hat, da gibt es nichts daran zu rütteln, das war die Outlap, die war entscheidend. Das ist jede Runde, aber das wissen Sie, meine Damen und Herren, die Runde nach dem Boxenstopp. Da ist es gar nicht einmal so einfach, gleich wieder in Tritt zu kommen. Reifen haben nicht die Temperatur und da wieder
die Pace aufzunehmen, ist eine ganz, ganz schwierige Übung. Das hat er ausgezeichnet gemacht und so hat er dann das Rennen auch gewonnen. Und er wird noch viele, viele Rennen gewinnen, Charles Leclerc, da machen wir uns keine Sorgen. Mesdames, Messieurs, un secret dois vous dire. C'est, vous demandez vraiment pourquoi ils ont gagné les Ferrari. C'est clair. Non, c'est pas clair. C'est clair parce que c'est moi qui l'a conduit. C'est moi. Livestream. Bip, 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 bip. C'était moi. Alors, le pilote de Ferrari, les deux, pilotaient avec ça. Par ici, Studio 94. À bien, Jacques Toro. Sieg, genau so ist es. Der Mann, der da jetzt den Pokal für den siegreichen Konstrukteur gleich entgegennehmen wird. Schauen wir zuerst einmal beim Sieger zu. Das hat natürlich Vorrang. Das ist Iñaki Rueda, ein Spanier. Das ist der Chefstratege. Jetzt gehört er seinen Topf. Chefstratege bei Ferrari. Die Freude von Leclerc, dass der jetzt daneben steht bei 10 Grenzen, der hat das ausbaldobert. Also ja. Den einen früh genau. Und den anderen nicht so früh reinholt. Er ist der Mann, der die Strategie dann zu verantworten hat. Iñaki Rueda schon 4-5 Jahre beim Team ist eins unter James Addison noch zu Ferrari gekommen.